Ich bin mal wieder durch die Weiten des Internets gestolpert und bin auf richtig geile VHS-Tapes von Catnap und Huggywuggy gestoßen. Das Ganze ist von Mutia Games wieder mal fanmade gemacht, aber absolut genial und wirklich sehr, sehr gut gemacht. Außerdem gibt es ein neues Maskottchen, was vorgestellt wurde, beziehungsweise was er gemacht hat und vorgestellt hat. Werden wir uns natürlich auch anschauen in diesem Video. Falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Vergesst natürlich nicht, unseren Discord-Server zu joinen, um nichts mehr an Updates, Giveaways oder sonstiges zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Video. Let's go. Wir schauen uns jetzt als allererstes Poppy Playtime Chapter 4 Catnaps VHS-Tape an. Und ich würde sagen, let's go. Ja. Experiment 1188. First conversation. Wow. All right. Okay. Hey, Theodore, how are your days going down here? Der ist so cool, ne? For a long time. How are you? Okay. Listen, Catnap, you may not have gotten used to your new body yet, but understand, this is now forever. That boy named Theo is no longer there. You should get used to it, because it'll be better that way. Okay. Boah, dieses No. Mega geil. Die haben das richtig, richtig, richtig gut getroffen. Das ist absolut insane. Okay. Experiment 1188 was silenced or managed had to reschedule the conversation for the next week. Die haben also prinzipiell einfach die Unterhaltung auf die nächste Woche gelegt, da Catnap sehr ruhig war. Okay, interessant. Krass. Experiment Boah, wie creepy der einfach aussieht, ne? Es ist einfach so cringe. But you did a good job, mate. Ja? I actually doubted the kids would love you, but amazingly, everyone adores you. The kids love you. Love your red smoke. Ja, die lieben halt einfach alles an ihn, ne? Awesome. Catnap ist halt einfach... What? What do you mean? Wen will er denn sehen? No, I don't very much understand what you're talking about. Let's be more specific. The prototype! Our god! Is this the one who tried to escape recently? God, listen, Theodore, forget about him! You'll never see him! What the fuck, Alter? Er rastet ja komplett aus! That's scary. Er sagt, das ist scary? Alter, wenn die Scheibe da nicht dazwischen gewesen wäre, hätte der den einfach in Stücke gerissen. Er will also einfach nur den Prototypen sehen. Unseren Gott. But unfortunately, das ist richtig heftig. In our hands, you are completely under control. Our eyes are on you, mate. Humble yourself. Alter. Das ist ja abnormal. Oh, das sieht cool aus. The Horror of Joy is up. Okay. Das sieht so richtig creepy aus. Aber wenn so eine Katze euch anguckt... Nee. Okay. Was passiert jetzt? Wer flüchtet da aber vor ihm? Mich stört das aber immer noch, dass hier unten dieses Scheißding ist, ne? Das ist halt super nervig. Oh, Catnap hat Hunger. Catnap hat richtig Bock. Alter. Also ich sag mal so, die Fan-Animationen von dem sind halt einfach abnormal gut. Die sind... Jedes Ding ist richtig krass, was der macht. Okay, da kommt doch 100%... Dahin... Stand der da nicht gerade? Linke Seite? Ich bin mir gar nicht sicher. What the hell... Wow. Ja, Catnap halt, ne? Catnap ist halt super creepy. Wen hat er da getötet? Er hat doch Safe Call irgendjemand umgenietet, oder? Boah, es sieht so krass aus, ne? So extrem dünn und abgemagert und alles. Das ist so einfach gestört. Ich weiß nicht, ich finde es total krank. Ich finde halt, Catnap ist halt einer der krasseren. Der hat meiner Meinung nach viel zu wenig Screentime bekommen gehabt in Poppy Playtime Chapter 3, leider.
Und man hat halt einfach zu wenig Chase-Sequenzen mit ihm gehabt, bin ich halt einfach der Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist halt einfach, das war einfach zu wenig. Das war einfach viel, viel zu wenig. Man hätte da viel, viel mehr machen können. Und ich bin gespannt, was Chapter 4 mit sich bringen wird. Okay, als nächstes ist jetzt Poppy Playtime Chapter 4. Huggy Wuggy VHS Tape. Let's go. Mal gucken, was dabei rauskommt. Huggy ist halt auch, er ist halt einfach Kult, ne? Huggy ist einfach Kult. Okay. Ah, die haben Motion Tracking angemacht, also Sensoren, weil sie halt nicht wussten, was los ist. Also, weil irgendwas in dem Zimmer rumgelaufen ist. Nicht nur irgendwas, sondern Huggy. Huggy. Detected, aber wo? Ah, da, habt ihr ihn gesehen? Da war er ganz kurz. Alter, what the fuck? Boah, die Nightmare-Version ist halt einfach insane, ne? Ich meine, Huggy hat ja schon so ein sehr, sehr geiles Design und alles, mag das. Aber dieses Nightmare-Design ist halt einfach Next-Level-Shit. Ey, das willst du nicht nachts in deinem Zimmer haben, egal wie alt du bist. Oh, what the fuck, jetzt winkt er auch noch. Okay, es wurde nichts entdeckt. Oh, what? Und dann auch noch mit einem Dings-Jumpscare. Okay, dann auch noch mit einem Five Nights at Freddy's Jumpscare, okay? Okay, Poppy Playtime Chapter 4, New Monster Reveal, Lulu the Clown. Alles klar, let's go, rein da. Okay, das ist auf jeden Fall Poppy. Okay. Ah, die Szenerie ist halt einfach geil. Ich feiere es einfach wieder. Das passt halt einfach alles, ne? Es ist einfach nur cool, ne? Okay, man hat jetzt leider nicht so viel gesehen. Aber dafür gucken wir uns gleich das andere Video noch an. Poppy Playtime. Ah, Poppy ist schon cool. Das heißt, Poppy Playtime, das hat einfach was. Das hat einfach was. Poppy Playtime Chapter 4, I am a Monster, Lulu's Origins. Okay, das geht also um die Story jetzt von ihr. Okay. Okay, sie ist auf jeden Fall in einer Zelle gefangen. Wow. Erinnert mich ein bisschen an Boxy Boo, ne? Erinnert mich etwas an Boxy Boo. Oh, der Spieler. Das ist auch super cool. Es ist einfach mega cool. Das erinnert sehr, sehr stark an Boxy Boo. Aber sehr, sehr geil. Sah auch mega gut aus. Und die Spielzeuge werden wieder hungrig. Sehr, sehr geil gemacht. Feiere ich irgendwie sehr. Ist schon sehr, sehr cool. Gerade weil dieses Design. Es ist ja ein Clown, aber das Design halt so erinnert so ein bisschen an Boxy Boo, nur halt etwas abgeändert. Sehr stark abgeändert, ja, aber super cool gemacht. Ich feiere es richtig. Was haltet ihr von Lulu und was haltet ihr von den VHS-Tapes und von Lulu? Ich finde es absolut genial, was er da rausgehauen hat. Qualität ist natürlich wieder absolut spitzenmäßig und Bombe und könnte natürlich auch direkt wieder aus dem Spiel direkt sein. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf Chapter 4 und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye bye.